Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier zu Stardew Valley mit Das Flip. Den heutigen Tag nutzen wir abermals, um die Leute im Dorf zu beschenken. Außerdem schauen wir beim Caravan und auch bei der Hutmaus vorbei. Stups! Und guten Morgen! Endlich ist dieses Gewitter und dieses Sauwetter weg. Oh, das wird wahrscheinlich nichts, weil Sonntag. Das stimmt. Na, ja, dann kriegen wir den Tag irgendwie andersrum. Wärmer! Nur Lehm. Naja. Hi, ich verkaufe Hüte. Okay, Stups. Komm zu altem Haus, Stups. Bring Münze. Hutmaus. Hallo, das Flip. Es ist so lange her, seit ich von dir gehört habe, mein Schatz. Hier ist es genauso wie immer. Ich vermisse dich sehr. Alles Liebe, Mama. PS, ich habe einen Umschlag mit etwas Geld gefunden, das dir dein Opa hinterlassen hat. 500. Oh yeah. Hey Kindchen, meine Kehle ist so trocken wie ein Wüstenknochen. Mich dürstet es nach etwas hellem Bier. Hast du eins? Reguläres Bier wird nicht reichen. Ich brauche helles Bier. Bring Pam ein helles Bier. Moment. Pale Ale, aha. Okay, nee, das kann ich nicht herstellen. Kein normales Bier. Schade. Mit normalem wäre das einfach gewesen, ne? Wieder eine Runde ernten. Wunderbar. Können wir wieder Sachen verhökern. Wir einfach mal weg. Die silberne Blaubeere behalte ich mal hier. Muss ich natürlich mein neues System hier berücksichtigen, ne? Alright. Tomaten packen wir damit rein. Es geht erstmal ans Gießen. Und dann gucken wir mal. Dann werden wir halt einfach ein wenig fischen gehen heute. Und dann verschiebe ich halt das Aufrüsten des Werkzeugs einen Tag nach hinten. Macht ja auch nichts. Es ist einfach, diese Musik in dem Spiel ist so wunderbar und so entspannend. Ich finde das toll. Gibt es Leute, denen wir noch Geschenke machen können? Wir können... Sonntag ist rechnerisch Wochenanfang, also können wir allen wieder Geschenke machen. Fabelhaft. Das heißt, wir gehen zum Schmied, wir gehen zu Maru. Wir machen jetzt einfach nochmal einen ganz verrückten Geschenke-Run heute. Jawoll, das ist doch ein Plan. Was nehmen wir denn da alles für Sachen mit? Den nehmen wir für Emily mit. Yep. Die Forage Goods können wir irgendwelchen random Leuten andrehen. Weil die kommen eigentlich immer gut an. Für Vincent nehme ich sogar eine silberne Weintraube mit. Wir nehmen 2 goldene Pepperonis für den Bürgermeister und Shane mit. Und nehme ich hier noch was? Ich glaube nicht. Ich habe einiges an Quarz dabei. Und sonst kann ich dieses Forage-Sachen, glaube ich, ganz gut abgeben. Vielleicht mögen ja auch noch andere... Was mag denn Willy?
Ist der tatsächlich so einfach gestrickt, dass wir ihm einfach Fisch geben können? Quarz kommt bei dem auch halbwegs gut an. Okay. Ja, Fisch nicht unbedingt so. Das klappt nicht. Fisch ist nur so neutral. Ja. Das heißt, dem geben wir am besten auch Quarz. Bei einigen kommen Muscheln auch ganz gut an. Nehme ich mal mit. Jawohl, dann sollten wir für die meisten Leute was haben. Pam, können wir dann am Abend wieder ein Bier kaufen? Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen damit. Zur Not gucke ich halt nochmal hier vorbei. Und natürlich nehmen wir hier immer schön diese Sachen mit, wenn wir sie finden. Und sei es nur, um sie weiter verschenken zu können. Gucken wir erstmal hier unten in die Häuser. Sam ist noch am Aufwachen, wie es scheint. Vincent ist hier, sehr gut. Hi du! Mein Ehemann findet Algensuppe richtig furchtbar. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Autsch. Wie heißt die nochmal? Jetzt habe ich ihren Namen schon wieder vergessen. Eventuell hätten wir der auch was schenken können. Ich weiß nicht, ob die Quarz vielleicht auch mag. Im Zweifelsfall mögen fast alle Quarz. Hayley. Emily kocht normalerweise das Abendessen, aber sie macht so merkwürdiges Zeug wie Quinoa. Ja, das kann ich mir bei dir vorstellen. Hayley. Gucken wir auch mal kurz nach. Alle universellen Likes mag sie einigermaßen gerne. Ja, Forage Materials kommen gut an. Okay, dann kriegst du natürlich ganz einfach eine hiervon. Kam gut an. Läuft. Dann gucken wir mal, wen wir sonst noch finden. Wir können ja gleich mal bei Clint Clint werden wir heute überhaupt nicht finden, außer vielleicht abends im Pub. Louis fänden wir mit etwas Glück hier. In seinem Haus. Nö, tun wir nicht. Ach, da ist er ja. Guten Morgen auch. Sag mal, pflanzt du Blaubeeren auf deinem Hof an? Mach ich. Ich liebe frisch gepflückte Blaubeeren. Ah, das ist verdammt gut zu wissen. Dann bekommst du vielleicht künftig Blaubeeren. Und ich heb mir die Chilis für Shane auf. Das wäre dann wahrscheinlich sinnvoll. Evelyn mag vielleicht auch diese hier. Nein, Mann. Sehr schön. Scheint angekommen zu sein. Church und Konsorten sind nicht auffindbar gerade. Macht nichts. Im Zweifelsfall kann ich alle mal hoch zu Maru gucken. Aushilfe gesucht. Suche nach einem Freund, der mir roten Pilz bringt. Nope, keine Ahnung, wo ich den herkriegen soll. Sorry. Sam hat als nächster Geburtstag, aber das sind es noch ein paar Tage hin. Ich komme kaum mit meinen Einnahmen aus. Ich habe nicht genug Patienten. Der mag auch
Blumen vom Feld. Wunderbar. Ja, dann gucken wir jetzt als nächstes zu Maru rauf, würde ich sagen. Weil die Leute hier sind alle so ein bisschen verstreut, die findet man gar nicht so ohne weiteres. Ah, Demetrius. Auch mal wieder. Aber der kümmert mich gerade noch nicht so. Mag der wohl auch einfach solche Blumen hier. Demetrius! Ah, mag er tatsächlich. Praktisch. Die sind eine ziemlich sichere Bank, wie es aussieht. Die ist sogar golden hier. Maru! Halt, stopp. Ich hab was für dich. Ein Quark hab ich. Danke dir. Ich wette, du pflanzt gerade ein paar interessante Dinge an. Vater sagt, dass hier im Tal eine Menge exotischer Pflanzen zu dieser Zeit wachsen. Da mag er recht haben. Hey, machst du einen netten Spaziergang? Yep, kann man so sagen. Ich hoffe, dass Demetrius unser Haus mit seinen Experimenten nicht in die Luft jagt. Ich bin mir nicht einmal sicher, woran er arbeitet. Es hat vielleicht etwas mit Pflanzen zu tun. Nicht ganz ihre Welt, was? Mehr so die Handwerkerin. Das kam, glaube ich, gerade gar nicht so gut an. Mehr so mittelmäßig. Egal. Macht nichts. Ja, dann bleiben noch Shane und auch Marnie übrig. Was? Stein? Ernsthaft? Dann laufen wir jetzt einfach mal hier geradeaus nach unten durch und gucken, ob wir da auf Marnies Farm Shane finden. Was man Jas schenken könnte, weiß ich noch nicht. Da muss ich mal noch gucken. Hallo. Kommt halt eigentlich nicht so wirklich gut an bei ihr, ne? Es ist 15:50. Soll ich die eine Tiefkühlpizza in die Mikrowelle werfen oder warten? Was gibt's hier zu untersuchen? Warte mal. Oh Mann, ich dachte, ich könnte jetzt cheaten, da durchlaufen und die Hose holen. Mist. A new friend. Achievement. Das ist wahrscheinlich der erste, bei dem ich 5 Herzen habe, oder? Sieht aus, als wäre jemand am Gemüsehacken gewesen und nie fertig geworden. Shane, schäm dich. Mach deine Sachen fertig. Okay, cool. Ich würde sagen, wir waren ziemlich erfolgreich, was das angeht. Sprich, was das Suchen nach zu beschenkten Leuten angeht. Emily kriegt abends noch ihren Topaz. Aber zunächst müssen wir dann warten. Oder sollten wir warten? Oh, mir fällt ein. Wir sollten warten, bis sie im Pub ist, meinte ich. Die Hutmaus hat sich ja gemeldet. Holzbogen. Eisenerz. Guck mal. Granatapfel.
und seltene Saat im Herbst aussäen, braucht die gesamte Jahreszeit, um zu wachsen. Ja, ich habe bloß gerade halt echt nicht viel Geld zur Hand, ne? Das will ich eigentlich gerade so ein bisschen zusammenhalten. Also momentan habe ich wieder vergleichsweise viel, aber... Mama! Eine prähistorische Handaxt. Na, mal wieder was Anständiges, was ich dem Museum spenden kann. Schön. Ich wollte noch nach der Hutmaus sehen. Denn ich hatte kurzzeitig ganz vergessen, dass die uns ja einen Brief geschrieben hatte. Und ich finde, die Hutmaus sollten wir uns angucken. Der Brief war schon von heute, oder? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die heute überhaupt noch auf hat. Wo ist dieses Gebäude eigentlich von hier aus gesehen? Boah, Mist, ich habe keine Ahnung mehr gerade. Das war irgendwie so in der grünen Pampa hier unten irgendwo, wenn ich mich recht erinnere. Lasst mal schauen, ob wir dieses verfallene Haus finden können. Wo ist unsere Stupsmaus? Warte mal! Nur leben. Nein. Hier sind die Sewers. Ernsthaft, wo war das? Hätte ich da doch in eine ganz andere Richtung laufen müssen? Ich bin verwirrt. Ha, hier ist es. Guck, da ist sie. Hüte. Gute alte Kappe oder Schmetterlingsschleife. Heyo, Stups, hast du Münze gebracht? Gut, ich verkaufe Hüte. Das ist süß, das ist putzig, aber ich kann mir das nicht leisten, denn die Hüte sind rein kosmetisch und ziemlich teuer. Nicht so eine tolle Kombo, wenn man noch im ersten Jahr ist. So, jetzt aber auf in die Stadt, in den Saloon, noch das ein oder andere Geschenk verteilen. So, Stardrop Saloon. Willst du was trinken? Indirekt. Abgelenkt von ihrem Bier, was? Na, die ist noch auf 3. Maru haben wir schon bei 4. Clint ist auch da. Dem können wir noch einen Kupferband schenken. Ich weiß nicht, was daran lustig ist, aber gut. Sehr gut. Dann haben wir den Tag wenigstens genutzt, um uns umfassend einzuschleimen bei den Leuten. Und allmählich wird es so ein bisschen besser. Also wir haben so ein paar Kandidaten, wo wir schon richtig gut dabei sind. Und bei anderen, ja, arbeiten wir halt noch dran, ne? Mani ist ein bisschen nicht so ganz einfach. Denn gerade bei der wollen wir ja in dieses Zimmer rein, ne? Das ist ja das Problem. So, ihr Lieben, nach dem Tag hier werde ich den Stream dann auch beenden. Ich finde, wir haben einiges geschafft. Wir haben gut Geld reingeholt, haben fleißig geerntet und neu angesät. Mehr als das möchte ich hier nicht haben. Da würde ich zwar mehr Gewinn machen, aber dann wäre ich die ganze Zeit nur ewig mit Gießen beschäftigt. Und das ist für so einen Stream und solche Aufnahmen einfach nicht so cool, finde ich. Das ist suboptimal. Ich bin zwar super spät dran, aber ich mache das trotzdem noch. Jawohl. Und dann haue ich mich hin. Besser als nichts. Meine Schmeicheloffensive zeigt Wirkung. Muhahaha. Bin ich sehr froh drum. Ich hoffe, diese Folge hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und bye bye.